Wir sind die Berliner Schlickschlucker. Schlick, 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 Schlittenrennen. Wattenfest. Das Schlickschlittenrennen am ostfriesischen Strand von Oplewart lockt jedes Jahr hunderte Besucher und Schaulustige an. Der kuriose Wettkampf im Wattenmeer verspricht Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie. Strand und Festwiese verwandeln sich zu einem bunten Karneval im Watt. Hier finden die 28. norddeutschen Schlickschlittenmeisterschaften statt, zusammen mit der ersten ostfriesischen Watt-Olympiade und einer Kitesurf-Meisterschaft hier in Oplewart. Es gibt neben natürlich den sportlichen Wettkämpfen ein riesiges Familienrahmenprogramm, also ein vielseitiges Angebot für die ganze Familie. Es gibt Kinderdisco, es gibt jede Menge Animationsangebote. Also hier ist für Jung und Alt und vor allem für Familien eine ganze Menge geboten heute. Im Zentrum des bunten Treibens steht der Kampf mutiger, schlammresistenter Athleten, die sich dem Aalsprint, Reusend und Staffellauf im Wattschlamm stellen. Denn das Schlickschlittenrennen erinnert an eine alte ostfriesische Tradition der Fischer, die mit ihren Schlickschlitten zu ihren Stellnetzen im Wattenmeer glitten, um die Reusen mit dem frisch gefangenen Fisch zu leeren. Das Schlickschlittenrennen, das ist eigentlich immer so ein kleines Highlight. Wir wollten uns das angucken. Also ich denke mal, hier für die Region ist das ja ein Spektakel. Ich finde das faszinierend, wie die da durch den Schlick rennen. Ich hoffe auch, dass manche Leute auch in den Schlick fallen werden und danach chaotisch aussehen werden. Schauen, Spaß haben und genießen. Und nicht nur die Besucher kommen auf ihre Kosten. Unter dem Motto, ein schmutziger Sport für eine saubere Sache, wurden in diesem Jahr Spendengelder für die Niedersächsische Krebsgesellschaft gesammelt. Ich denke, das ist auch unter diesem Slogan, ein schmutziger Sport für eine saubere Sache, eine gelungene Mischung, etwas Gutes zu tun und gleichzeitig dabei Spaß zu haben. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer! Und die Teams geben auch in diesem Jahr ihr Bestes. Auf die Plätze! Der Team! Muss auch viel aufholen. Zweiter Platz, ohne Training. Wir sind nicht Letzter, aber wir sind auch nicht Erster geworden. Aber wir hatten wieder viel Spaß. Das Preisgeld winkt dabei nicht nur dem schnellsten Team. Auch besonders ausgefallene Bekleidungen wurden prämiert. Die Schlammschlacht im Wattenmeer von Oplewart. Das Schlickschlittenrennen. Wattenspaß.